Herzlich willkommen zurück, Freunde, auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Heute gibt es mal ein ganz anderes Video. Und zwar habe ich mir ein neues Spielzeug gekauft. Es gibt also kein 5M-Content, kein 5M-Server-Test, sondern eben das Unboxing von meiner neuen Kamera. Und warum zeige ich euch das heute? Das hat einen ganz besonderen Grund. Weil mit diesem Spielzeug nun endlich eine von mir lang ersehnte Videoreihe starten kann oder neue Videoprojekte starten können. Und zwar will ich für euch vloggen. Das will ich nicht einfach nur mit dem Handy machen, sondern ich will mir dafür professionelles Equipment kaufen. Darauf freue ich mich seit Monaten. Und jetzt war es endlich soweit. Zwei Tage früher als gedacht ist die neue Kamera bei mir angekommen. Und die möchte ich mit euch zusammen auspacken. Das ist die DJI Osmo 3. Ist irgendwie auch ein Rhyme, wenn ich so drüber nachdenke. Und die werden wir jetzt gemeinsam auspacken. Es ist das Creator Bundle und das birgt viele, viele Vorteile. Und was die einzelnen Vorteile sind, werden wir jetzt drüber sprechen, während ich das Ding auspacke. Für alle die, die nur hier sind, um zu sehen, wie so ein DJI Osmo Pocket 3 verpackt ist im Creator Bundle, dann auch euch herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier seid und allen Stammzuschauern. Ihr dürft euch auf dicken, dicken Content freuen, den wir in den kommenden Wochen und Monaten jetzt damit produzieren können. Ich würde sagen, wir labern gar nicht lange rum und packen das Ding aus. So sieht's aus. So sieht die Kamera aus. Beziehungsweise so sieht die Verpackung aus. Na klar, habe ich noch eine Speicherkarte dazu gekauft. Und jetzt, ihr wisst gar nicht, wie viel Geduld ich aufbringen musste, um das Ganze im Video zu machen und nicht einfach direkt schon den Postboten aus der Hand zu reißen und dann auszupacken. Geht's endlich los. Wer auch auf diesen ASMR-Content steht, tut mir leid, das kommt bei mir ein kleines bisschen zu kurz. Und jetzt lass mal gucken. Hätte das Messer noch mal gebraucht, weil hier muss ja auch noch ein Schnitt gemacht werden. So. Jetzt können wir es aber wirklich auspacken. Ich spare mir hier den ganzen Content, welche anderen Unboxer machen, den meiner Meinung nach sowieso niemanden interessiert, was da alles auf der Verpackung draufsteht und so. Wir kommen direkt zum Wesentlichen, nämlich zum Inhalt. Wer mich kennt, weiß, wie viel Glückwünsche ich dafür verdient habe, dass ich nicht schon längst alles einfach auf dem Tisch ausgeschüttelt habe. Also, wir haben hier eine große Box mit Aufbewahrungsbox. Da ist, glaube ich, alles drin, was man so braucht. Und dann hier noch ja, so ein extra Karton. Da schauen wir jetzt mal rein. Ich würde mal tippen, da ist ein Kabel drin und Zubehör. Ja, okay, keine Kabel. Box ist jetzt auch leer. Nee, Box ist nicht leer. Fake News. Also hier ist dieses Trockenhalter-Ding noch drin, Anleitung, die wir niemals lesen werden, irgendwie Lightcut-App, können wir auch niemals lesen, nein, nein, brauchen wir nicht. So, das ist auch leer, oder? Ne, da ist noch was drin. Ne, ist doch leer, okay. Können wir das auch zumachen, weg damit. Dann fangen wir mal mit dem bisschen weniger spannenden Paket an. Bisschen heavy, um ehrlich zu sein. So. Okay, das ist quasi nur die Schutzbox mit der Linsenhalterung drin und ja, irgendwas anderes noch drin. Was ist das denn? Das ist nur die Linsenhalterung, sonst ist da nichts drin. Also die Ersatzlinse kann man da reinmachen. Okay, also brauchen wir das auch nicht mehr. Weg damit. Kommen wir zu dem coolen Paket, würde ich sagen. Ist das edel. Sag ehrlich, ist das edel. Das hier müssen wir natürlich direkt wegmachen. Brauchen wir nochmal das Messer? Kann sowas gar nicht leiden, ehrlich. So, auch weg damit. Aber jetzt brauchen wir das Messer wirklich nicht mehr, aber diesmal lasse ich es liegen. Okay, wir holen einfach alles raus, was da drin ist jetzt. Nämlich einmal die wunderschöne Kamera selbst. Das ist der Akkugriff, glaube ich. Gucken wir gleich genauer. Oder das ist der Akkugriff, gucken wir gleich genauer. Vielleicht ist aber auch das der Akkugriff und wir schauen gleich genauer. Hier ist das Mikrofon und das ist auch eine echte Erweiterung für unseren Content hier auf YouTube, weil das wird zukünftig die Kamera sein, die ich benutze, wenn ich YouTube-Videos mache, dass ich nicht mehr dieses
Shure SM7B vor mir haben muss, sondern einfach nur noch das hier anklipse. Das müsste eigentlich gehen. Eigentlich müsste ich das per Bluetooth mit dem PC verbinden können. Finden wir raus. Okay. Dann haben wir noch ein Ladekabel hier drin. Dann die Ultraweitlinse. Dann der Popschutz, Windschutz. Und natürlich nochmal dieser Beutel, dass alles trocken bleibt. Den lassen wir diesmal auch, obwohl, nee, den lassen wir nicht. Verliere ich eh. Okay, damit ist die Verpackung leer. Und dann können wir schon mal auch hier die einzelnen Teile noch ausbauen. Die einzelnen Teile noch auspacken. So, Akkugriff Nummer 1. Akkugriff Nummer 2. Und das ist wahrscheinlich, ja genau, das ist kein Akkugriff, sondern der Tripod-Stand. Ladekabel. Ultraweitlinse. Ah, hier das, wie nennt man das? Dieses Band, das du dir um den Arm machen kannst, damit du es nicht verlierst. Eigentlich auch nicht verkehrt. Und der Popschutz bzw. Windschutz fürs Mikrofon könnte ich jetzt noch da drauf machen, damit ich eben den Freien durchvloggen kann. Gute Sache. Okay, dann können wir die Verpackung hier erstmal wegmachen. Übrigens eine Verpackung, die wir nicht wegwerfen, sondern die von jetzt an immer im Hintergrund meines Streams zu sein wird. Zumindest mal, wenn ich mit der Kamera auf Seite rutsche, weil die kommt da hinten ins Regal rein. Gut, dann lass uns mal rausfinden, wie das hier funktioniert. Okay, die Karte kommt da an der Seite rein. Oh, ASMR. Geil. Einfach geil. Dann die Karte können wir auch noch auspacken, die ich jetzt dazu gekauft habe. Diese Verpackungen sind übrigens das gemeingefährlichste und bodenloseste, was es so gibt. Ich muss die immer kaputt reißen, weil ich nicht weiß, wie man die sonst aufmachen könnte. Weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde die Verpackung immer schlimm. Okay, jetzt brauchen wir das Messer wahrscheinlich doch nochmal. Einmal. Zweimal. Und jetzt können wir das Messer auch ruhigen Gewissens wegmachen, jetzt brauchen wir es definitiv nicht mehr. Das ist die Karte, die wir eigentlich brauchen. Und hier noch der Adapter, wenn wir es mal in ein anderes Gerät reinmachen. Gut. Also. Ne, Quatsch. Hier kommt die SD-Karte rein. Die Frage ist jetzt, auf welchem Weg. Ich würde mal tippen. So rum. Nicht, sondern andersrum. Jawohl, das passt. Hallo? Passt doch nicht. Eigentlich muss das doch da so einklicken. Vielleicht doch andersrum. Wird auch irgendwie mehr Sinn ergeben, oder? Ne, aber so rum passt nicht richtig. Da ist ein Widerstand. Also es kann nur andersrum sein. Es muss also so rum sein. Und das muss ja auch der Kartenslot sein. Oder versuche ich das gerade irgendwo anders reinzuschieben? Sind meine Fingernägel vielleicht einfach nicht lang genug? Okay, erster Minuspunkt. Ich bin böse abgefuckt. Ja, also so rum kann nicht sein, ne? Da gibt ihr mir recht, ergibt keinen Sinn. Es muss so rum sein. So, und es ist eine Micro-SD. Wie gewünscht. Also muss die ja auch so da reingehen. So, wenn ich die aber nur so mit dem Daumen festdrücke, kommt die immer noch mal raus. Die muss also wahrscheinlich tiefer rein. Aber wie viel tiefer? Ah, jetzt haben wir es. Okay. Hätte man ein bisschen edler lösen können, finde ich. Sag ich. Okay, also den kleinen Griff.
Laden wir mal auf. Und den großen Griff machen wir dran. Das ist ja einfach nur quasi Track and Drop, wenn man so will. Ah, aber hier ist noch eine Folie. Schöne Sache. Okay, aber wunderbar. Ich möchte direkt grün. Dann machen wir den Tripod Stand auch mal dran. Und dann zeigt er auch, oder hatte sofort angezeigt, wie weit der Akku geladen ist. Hier die Extra-Linse. Machen wir mal da rein, wo sie reingehört. Nämlich da rein. Dann haben wir die mal als Ersatz. Dazu kommen wir gleich, ja. Und jetzt schalten wir mal an, würde ich sagen. SD-Card Speed Slow, Shooting May Stop. Das gefällt mir schon mal nicht. Okay. Display ist intuitiv, ganz viele Sprachen, die ich noch nicht mal anhand der Überschrift erkennen kann. Gerätename DJI Osmo Pocket 3 zum Aktivieren, QR-Code scannen. DJ Mimo herunterladen, Verbindung zur Kamera herstellen. Okay, dann machen wir hier mal einen Cut. Ich nehme das Ganze jetzt natürlich nicht auf, weil das ist mein Handy, was da gerade läuft. Und sobald ich das gemacht habe, geht's mit dem Video weiter. Bis gleich. So, und da ist sie, die DJI Osmo Pocket 3. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Hier ist also die erste Aufnahme damit. Ich hoffe, das Unboxing gefällt euch. Und ja, jetzt kann ich euch noch zeigen, was es so kann. Aber am Ende des Tages ist es einfach nur eine kleine, wunderbare Kamera. Ich kann mal den Bildschirm drehen, beziehungsweise die Kamera drehen. Dann seht ihr ja nochmal mein Setup sozusagen. Ich kann auch hier ein bisschen reinzoomen. Dann seht ihr meine Platten da. Aber die Studiotour haben wir ja schon gemacht. Und ich weiß jetzt am Ende des Tages nicht, ob das jetzt wirklich ein Video wert war. Aber ich habe mich nur mal so gefreut, diese Kamera heute auszupacken. Und ich wollte das unbedingt mit euch auf YouTube teilen. Wenn dieses Video 100 Aufrufe hat und 10 gefällt mir Angaben, würde ich mich schon riesig freuen. Ansonsten wird es halt damit demnächst richtig dicken Content geben, und zwar Vlogs. Ich habe da wirklich viel im Kopf. Ich denke an Stadion-Vlogs, ich denke an Expeditionen. Seid auf jeden Fall gespannt und ja, abonniert den Kanal, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und einen Kommentar, sagt mir, wie es euch gefallen hat. Und keine Sorge, die 5M-Server-Tests und die 5M-Projekte gehen alle trotzdem weiter. Da steht auch richtig viel für euch in den Startlöchern. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.